unten gelesen habt, habe ich mal wieder für euch ein XXXXL aufgebraucht Video. Und ja, redet mal gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Oh, hier fliegt irgendwie Staub rum. Das ist immer durch das Licht, durch das Rinnenlicht sieht man jeden Staub. Egal, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich greife immer einfach wild rein. Hier habe ich noch von unserer Hochzeitsreise, da haben wir uns ganz viel vor dem Lokum mitgenommen. Die haben dort nur 1 Euro gekostet. Und ja, da haben wir uns einfach mal ein paar neue Sorten mitgenommen. Die hier war mit Maulbeere, die war super lecker. Und mit Kokosraspeln kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, 1 Euro, Leute, das ist halt schon mega Schnapper. Dann hat mein Mann aus dem russischen Laden, aus dem Mixmarkt, solche Kringel mitgenommen. Ich weiß nicht, ich denke, die Russen unter euch kennen das. Das ist so süß, aber nicht babbig süß. Keks würde ich es beschreiben, aber irgendwie auch eher so wie Cressini, aber in süß, keine Ahnung. Mega cool, müsst ihr euch mal anschauen, wer es nicht kennt. Also hat mir echt gut geschmeckt. Dann habe ich mir, ich glaube bei Mutatos, diese hier bestellt. Oder hatte ich, nee, stimmt gar nicht, habe ich mir, glaube ich, das letzte Mal im China-Laden mitgenommen. Ja, die waren auch ganz lecker, die waren ein bisschen günstiger. Dann, was mich übelst gefreut hat, die haben beim Netto die High-Protein-Wraps gewechselt. Sonst sind die immer so zusammengeklebt, das hat mich übelst gelangweilt, die waren irgendwie auch zu dünn. Diese hier ist ein bisschen dicker und kleben nicht zusammen. Kann ich euch absolut empfehlen, hat mich übelst gefreut. Dann habe ich bei, ich glaube, Mutatos diese hier bestellt. Die haben uns super gut geschmeckt, mal zum Tee oder zum Kaffee dazu. War echt eine tolle Sache. Dann habe ich mir hier diese weißen Kugeln mal mitgenommen im Lidl. Und ich liebe ja weiße Schokolade und die schmecken wie die Lindkugeln. Und die kosten halt 1,99 €, bekommt ihr im Lidl. Kann ich absolut empfehlen. Dann ist hier leer gegangen. Ach, gerade sehe ich, das ist von meinem Mann ein Tee. Mein Mann, der trinkt halt übelst viel Chai. Ich weiß nicht, ich habe mich am Tee so übertrunken. Ich kann es gar nicht anders sagen. Deswegen, ich trinke nie mehr so viel Tee. Mein Mann jeden Tag. Und das hier hat jetzt aufgebraucht und das hat er mir mit hier reingepackt. Ja, die Marke Tess, ich weiß nicht, russisch. Ob er die vom Aserbaidschan mitgebracht hat, weiß ich gar nicht. Gibt es noch andere Varianten? Ja, aber die hat ihm gut geschmeckt. Dann ist leer gegangen eine Handseife. Und zwar, ich liebe so ausgefallene Seifen. Habe mir jetzt von Carex diese Strawberry Laces Seife bestellt gehabt. Ich glaube auch bei Mutatos. Fand ich mega gut, habe ich total gefeiert. Ich habe noch eine zweite Variante, irgendwas mit Einhorn. Die ist gerade oben in Verwendung. Was ich auch über alles liebe und was ihr schon oft bei mir im Action Hall gesehen habt, ist das hier. Und zwar von Fabulosa, diese Room Freshener, sowas wie Febreze, nur in viel günstiger und genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ja, liebe ich. Also in der Früh, wenn ich aufstehe und dann das Bett mache, gebe ich da mal ein paar Spritzer drüber und wenn du dich abends ins Bett legst, riecht es danach. Ich liebe es. Es macht es halt so schön frisch. Liebe ich total. Dann habe ich bei Lebensmittel Sonderposten oder bei Mutatos, eins von beiden, diese Sticks hier bestellt. Die habe ich bestellt, weil die halal sind. Also kann die auch mein Mann essen und ja, fanden wir gut. Jetzt wird gesagt, ich soll die Dose aufheben, aber wir haben so viele Tupperdosen, die kommt jetzt weg. Ja, dieses Vitamin C Serum habe ich heute früh mal verwendet. Ja, ich finde, es gibt einen schönen Glow, aber ich finde, es ist so ein bisschen klebrig. Ja, kann man machen, muss man nicht. Dann, was fast leer ist, aber ich, deswegen dachte ich, nehme ich es mit ins Video, ist dieses 2-Phasen Augen-Make-up-Entferner-Geschmack von Valea, parfümfrei. Ja, finde ich auch sehr gut, aber das von Netto für 99 Cent ist einfach das Beste. Aber da war ich gerade nicht im Netto, sondern halt im DM, deswegen habe ich das mitgenommen. Das ist aber auch gut. Kann man genauso gut verwenden. So, jetzt müssen wir mal rumdrehen, weil ich habe hier Tüten und hinter mir, neben mir überall die Sachen gehortet. Hier von Albi habe ich diesen Punsch mitgenommen. Den habe ich gestern gemacht für meinen Mann und mich. Ja, ich liebe so Apfelpunsch. Trinke ich auch am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt. Natürlich alkoholfrei. Ich trinke keinen Alkohol. Nur ganz, ganz, ganz selten. Also eigentlich nie, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, an der Hochzeit habe ich einen Schluck getrunken. Ja, das war's. Also der war super lecker von Albi. Kann ich euch empfehlen. Schön heiß machen. Mmh, war gut. Dann die hier habe ich euch schon länger nicht mehr gezeigt. Habe sie ja bei euch schon mal gezeigt. Das sind die besten Chili Cheese Nuggets, wie ich finde, die es gibt. Die bekommt ihr im Kaufland. Und ja, wenn die im Angebot sind, schlage ich da gerne zu. Und da war es jetzt so.
Dann habe ich euch in meinem letzten gemischten Haul dies hier gezeigt. Die habe ich mittlerweile probiert und Leute, die sind echt gut. Kann man absolut machen. Ja, kann ich euch empfehlen. Bekommt ihr aktuell bei Motatos. Dann muss ich in die Badewanne, weil ich bin ein bisschen krank. Ja, genau, das hier habe ich benutzt. Ja, mag ich nur, wenn ich wirklich krank bin. Wenn ich gesund bin, mag ich das nicht so. Dann hatte ich von Yankee Candle. Oh, ich bin so traurig, weil die sind immer so toll und so teuer. Und naja, habe ich gemocht und gefeiert. Und ja, jetzt ist es leer. Würde ich aber wieder nachkaufen, ist leider so. Dann sind einige von diesen Duftsprühen leer gegangen. Kaufe ich ja, oh, das ist der gleiche, sehe ich gerade. Kaufe ich ja am liebsten in der Tschechei. Ich habe mir das letzte Mal, wo ich noch mit meinem Papi war, einen riesen Vorrat gekauft und ich glaube, da habe ich auch 80 Euro dort gelassen. Aber das hat mir jetzt wirklich lange gehalten und ich habe immer noch welche und ja, ich überlege mal wieder hinzufahren. Aber jetzt im Winter glaube ich eher nicht. Eher dann Richtung Frühling oder wenn es wärmer wird. Genau, aber die sind alle super toll und die Variante mit der Muschel drauf ist wirklich sehr, sehr gut. Hier habe ich noch eine Variante. Diese Airwicks sind Donald einfach auch günstig und die sind super toll. Das ist jetzt Zimtzauber und Bratapfel für die jetzige Zeit. Einfach super gut. Ich liebe es. Dann hat mein Mann diese Cookies beim Lidl mitgenommen. Oder waren die vom Netto? Ah Leute, sorry, die waren vom Netto. Die haben gut geschmeckt, kann ich absolut empfehlen. Dann, ja, meine Lieblingskerzen. Ihr habt die schon so oft gesehen. Die Airwick Duftkerzen bekommen die im Action. Mega günstig. Und diese Vanille-Variante, Bombe. Die Tabak-Variante, Bombe. Und Bratapfel. Aber ich glaube, das kommt auch noch. Die Verpackung habe ich, glaube ich, auch noch aufgehoben. Dann, ja, habe ich die hier beim Lidl mitgenommen. Und Leute, das sind die besten Schokosticks. Die sind wie diese KitKat Maxi. Und da ist so viel Schokolade dran. Also die waren echt gut. Die muss ich unbedingt nachkaufen, wenn ich mal wieder dort bin. Dann hat mein Mann diese Sultaninen, die gelben, mitgenommen. Super lecker im russischen Laden, in dem Mixmarkt. Kann ich absolut empfehlen. Die mag ich sogar lieber als die schwarzen oder braunen, dunklen hat. Also die hellen, mega gut. Dann hat mein Mann Hanuta gekauft. Hatte er anscheinend Lust drauf. Und ich muss sagen, haben mir auch gut geschmeckt. Ich habe auch ein paar davon gegessen. Dann, ja, gehe ich ja nun mal immer Sonntag baden und ja, da habe ich das hier mal aufgebraucht, Pure Detox. Da kann man nicht lange drin sein, soll man glaube ich auch nur maximal eine Viertelstunde. Wie ich am Kreislauf bilde ich mir ein. Keine Ahnung, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber liebe ich. Kann eh nicht lange baden, weil ich dann auf Kreislauf Probleme bekomme. Dann habe ich mir aktuell das hier bestellt, Smart Protein. Der erste Eindruck ist gut, aber ich muss jetzt schauen, so Langzeitvariante, ob das auch wirklich was für mich ist. Ist nicht gerade günstig, aber ich komme halt immer nicht auf mein Proteingehalt und das ist für mich eine ganz gute Alternative. Ich bin noch ein bisschen am Testen. Wenn ich die Packung wirklich aufgebraucht habe, kann ich euch mehr dazu sagen. Das war jetzt nur mal der erste Eindruck. Dann hatte ich von Ref diesen Toilettenduftänger, Beach Vibes, ja, die sind einfach mega günstig, bekommt die im Action, liebe ich. Habe die auch schon oft verschiedene Varianten gesehen, ich glaube, ich hatte schon alle. Ja, liebe ich. Dann ist leer gegangen von Denk mit, diese feuchten Tücher. Ich liebe die, aber ihr wisst, die Apfel XXL Vibes vom Action sind einfach die besten. Ist einfach so, aber die hier mag ich auch. Die ist mir aber einfach zu klein und zu wenig feucht. Und ja, sorry Leute, jetzt muss man schnell Nase putzen. Wie gesagt, ich bin ziemlich krank. Ja. Ach Gott. Oi, oi, oi. So, weiter geht's. Sorry. Dann habe ich mir über Vinted ein Parfüm bestellt. Und zwar um dieses Pink Sugar bin ich schon so lange rumgeschwänzelt. Und da habe ich es jetzt günstig bekommen. Und ja. Finde ich gut, kann ich euch empfehlen. Ich liebe Parfums, ich habe eine Riesensammlung. Also wenn ihr da mal Bock auf ein Video habt, schreibt mir das in die Kommis. Mache ich gerne für euch, nur wenn es euch interessiert. Dann habe ich mir bei Motatos oder bei Lebensmittel Sonderposten diese Milch, nee, bei Motatos war das,
diese Milch-Schokoladenbrezeln bestellt, Leute, die waren so geil. Die mit weißer Schokolade wären, glaube ich, der absolute Killer. Aber leider gab es die nur so, aber die waren auch mega gut. Kann ich euch auch empfehlen. Dann habe ich mir bei Montagos das bestellt. Ja, habe ich auch gestern schon versucht. Super gut, ich liebe es. Badewanne und dann noch so ein paar Tropfen oben rein. Die Haut richtig schön gepflegt. Perfekt. Dann habe ich hier noch ein Sprudelbad aufgebraucht. Und zwar so ein kleines von Isana. Ja, Wassermelonen und Minzduft war echt gut. Kann ich absolut empfehlen. Auch diese kleinen Teile sind echt cool. Dann meine liebsten, allerliebsten Pretzel Chips. Das sind die hier. Die Jalapeno. Super lecker. Kann ich absolut empfehlen. Dann ist hier leer gegangen, so ein Lipbalm. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher der war. Ah, von Primark. Ja, der hat übelst gefärbt. Ich hasse es, wenn Lippenbalsame so voll achfärben. Nee, mag ich gar nicht. Bin froh, dass er jetzt leer ist. Was mir auch überhaupt nicht geschmeckt hat, war das hier. Kichererbsen, Chips, Joghurt, Gurken-Style. Nee, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Würde ich nicht nochmal kaufen. Also war überhaupt nicht mein Ding. Ach, schaut her, ich habe sogar zwei aufgebraucht. Upsi. Dann habe ich mir bei Mutatots das mal mitbestellt. Fand ich super interessant. Lotus Pops in Smoked Chili, in Mild. Die waren irgendwie interessant. Also ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde sie echt nochmal essen. Es wird nicht mein Lieblingssnack werden, aber irgendwie ist es cool. Ja, muss man mal probiert haben. Kommt aus, ich glaube, Indien. Ich glaube, das war indisch. Ja, ich fand es halt spannend. Vegan, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatzstoffe. CO2-neutral. Irgendwie habe ich das angesprochen. Ein indischer Snack, da steht es, genau. Ja, muss man echt mal probiert haben. Dann hatte ich mal wieder Lust auf die Fred Ferkel. Die waren aber irgendwie so hart. Haben mich irgendwie gestört. Dann habe ich mal wieder solche bestellt, nicht bestellt, im Netto mitgenommen. Das sind die besten, das sind die Käse. Nehme ich gern für verschiedenes, für Chili, auf Pizza, wenn ich so eine mexikanische Pizza mache, mit Barbecue-Soße als Untergrund, alles mögliche. Also das sind einfach die besten. Natürlich Käse, Nachos, Nacho Cheese. Ja, die sind ganz toll. Dann, ja, was auch super toll war, waren diese hier, Ramen. So sehen die aus. Ja, haben mir echt gut geschmeckt. Vegetarisch. Waren viel günstiger als die Samyang und ja, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Dann ist leer gegangen, Wash and Go, dieser, wie heißt es, diese Sprühkur. Ich habe den Duft mega gemocht, ja, würde ich mir auch nochmal nachkaufen, fand ich echt gut. Dann ist leer gegangen von Softlan, mein allerliebster Weichspüler, den habt ihr schon 10.000 Mal gesehen. Entweder diese gelbe Variante oder die blaue Variante. Die brauche ich immer zu Hause, ansonsten kriege ich die Krise. Der Duft ist so toll. Ja, also wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst es probieren. Ja, dann bin ich schon ganz lange um dieses Parfüm rumgeschlängelt. Und zwar von Kalin Rouge Intense. Die Kalin sind einfach tolle Dupes. Das ist hier ein Dupe zum Hypnotic Poison von Dior. Ich liebe Dior Hypnotic Poison und es riecht ziemlich ähnlich. Ja, und das gab es jetzt hier in so einem Geschenkset mit einer Handcreme und dem Parfüm für 7 Euro bar zerquetschte. Normal kostet nur das Parfüm, ich glaube, schon 6 Euro. Deswegen habe ich mir das hier mitgenommen. Gab es in Müller, kann ich absolut empfehlen. Mir wirklich gut gefallen. Dann habe ich hier einen High Protein Pudding probiert und zwar der war jetzt für mich neu. Eine Limited Edition Pistazie, so ein Mousse. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Oh, sorry, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Was auch super toll ist, sind diese Lenore Waschmittel All-in-One Pots. Ich liebe die. Ich liebe die, weil ich schütte immer viel zu viel rein. Und da bin ich einfach dann dran gebunden und du halt eins und Teil rein. Und hab viel länger was davon. Finde ich super gut. Bekommt im Action so eine Packung für 2,99 €. Ja, kann ich euch absolut empfehlen. Dann ist leer gegangen dieses Duschgel von Trickle Moon. Love in a Seashell. Ja, war okay. Mein neuer Vanilleblütenduft. Ja, war okay. Ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Muss ich dazu sagen, weil es nichts mega Besonderes. Dann, was ich mir schon wieder nachgekauft habe, sind diese Erdnuss-Cookies. Genau, so wie es draufsteht.
Leute, wenn ihr die noch nicht kennt, holt euch die vom Action. Die sind einfach toll. Die sind so lecker, wirklich. Was auch super gut ist, wo ich so neuerdings auf den Geschmack gekommen bin, so ein, zwei so kleine Küchlein, finde ich perfekt. Mag auch mein Mann ganz gerne zu seinem Chai. Ja, kann ich auch absolut empfehlen. Hatte ich jetzt schon verschiedene Varianten und die waren alle gut. Die war, glaube ich, sogar am besten, muss ich sagen. Die hat geheißen Marzipan. Ja. Dann hier noch von meiner 1 Euro Lokum-Teile. Ja, die waren auch super lecker. Honigmelone, Wassermelone. Ey, Leute, ach, mega gut. Die fand ich sogar noch besser als die, wo ich euch gezeigt habe. Die Maulbeere mit Kokos, die waren noch besser. Die waren so geil. Bereue ich ein bisschen, dass ich nicht mehr mitgenommen habe. Wie gesagt, 1 Euro. Naja, gut. Dann hatte ich voll das coole Toilettenpapier. Deswegen muss ich euch das zeigen. Von Biene Maya. Oh, jetzt muss ich hier euch mal schnell wieder herholen. Akku fast leer. Haha, scheiße. Ja, Biene Maya mit Duft kann ich euch auch absolut empfehlen. Gab es im Lidl, ja. Ach, schau, da mal sogar noch eine zweite Packung leer gegangen. Also die brauche ich wirklich viel fürs Sofa. Ich meine, ihr wisst, ich habe zwei Katzen und ich achte da schon drauf, dass alles schön sauber und ordentlich ist. Dann habe ich mir das mal mitgenommen im TK Maxx. 1,99 hat es gekostet. Ja, kann man machen, muss man nicht. Würde ich nicht nochmal nachkaufen, weil einfach neugierig. Dann habe ich hier eine Handseife leer gemacht und zwar diese Sommer Edition. Mega gut. Habe ich wirklich geliebt. So, stellen wir mal das noch da oben drauf. Dann hat mein Mann sich beim Outlet-Verkauf hier bei Lindt diese Schokolade mitgenommen. Ich hasse Zartbitterschokolade, er hat sie geliebt. Ich soll sie auch mit ins Video nehmen. Ja, ich mag das auch überhaupt nicht. Schokolade und Frucht kann ich gar nicht abhaben. Ja, er hat es gemocht, deswegen ja, soll ich es euch zeigen. Dann habe ich mir die wieder mitgenommen. Och, ich liebe diese Erdbeeren. Ich weiß nicht, die sind irgendwie von der Konsistenz so geil und dann lösen sich außen die Kügelchen so ab und das kann man so lutschen. Ach, geil. Ich lieb's. Dann, ja, ist hier leer gegangen oder ich habe sie aufgebraucht, diese Fußmaske in dieser Vanille-Variante. Leute, das war vom Geruch her nicht mein Ding. Das riecht wie dieser Vanille-Auto-Duftbaum. Mag ich auch nicht. Und so riecht es leider. Ich habe mir jetzt wieder Kokos nachgekauft. Die sind nicht super gut. Da mag ich einfach Duft nicht. Dann, ja, Moschino, Pink Bouquet. Ich habe mir jetzt so lange diese Dosen aufgehoben. Diese Verpackungen kommt jetzt weg. Aber ich wollte euch das trotzdem nochmal zeigen, weil der Duft so toll ist, Leute, wirklich. Wenn ihr es noch nicht kennt, schnuppert mal da dran. Ganz toller, süßer Duft. Und jetzt habt ihr Bock auf ein Parfüm-Video habt, meldet euch bei mir. Ich habe da so 2, 3, 5, 30, 50 verschiedene vielleicht zu Hause. Dann gab es im Netto noch diese Dürren. Sind okay, aber die kommen einfach alle nicht an die vom Lidl ran. Das sind einfach die besten. Was auch super cool ist, ist das hier. Und zwar, das sind so Duftsteine. Ich weiß nicht, seht ihr die jetzt da oben hängen? Warte, Moment. Nein, da oben. Hier, genau hier ist so ein Duftstein und da kann man so Duft drauf sprühen. Ja, ist echt, also diese Duftvariante, Honey and Mandarin, ist super gut. Kann ich euch empfehlen. Oh Leute, das hier, ich bin so traurig, dass ich da nicht mehr mitgenommen habe. Ich habe noch überlegt und habe mich dagegen entschieden, weil ich nicht wusste, ob mir der Duft wirklich gefällt. Oh, es riecht so gut. Es ist so ein Duftstecker und der riecht so zitrisch, Grapefruit. Ich liebe es, ich liebe es. Und ich habe mir nur diesen einen mitgenommen. Diese Variante. Marvelous. Oh Leute, ich bin echt traurig. Und ich habe die Zeile nicht mehr gesehen. Wenn es die wieder gibt, ich glaube, dann kaufe ich mir gleich 10 Stück auf Vorrat. Dann habe ich hier noch so ein Duftsprüher aufgebraucht. Ja, Maiglöckchen war okay. War jetzt nicht meine Lieblingsvariante. Dann ist hier ein Toilettenreiniger leer gegangen, ein WC-Reiniger, Pink, Wild Pink. Ja, war okay. Müsste ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Am besten ist hier wirklich der Chlorreiniger vom Action. Der kostet 80 Cent, stinkt zwar nach Chlor wie Sau, macht aber die Toilette wunderschön sauber. Ja, liebe ich. Dann, ja, fand ich auch nicht so geil. Habe ich mir die hier mal bestellt. Ich mag diese Salt and Vinegar. Balsamico ist halt ein bisschen milder, aber nee, brauche ich nicht nochmal. Dann lieber die, wo ein bisschen brennen. Ne? Genau. Dann geht es weiter hier mit,
Ah, diese Chips, Long Chips, die bekommt ihr im Netto. Leute, die sind so geil. Egal welche Variante, die Variante oder die andere Variante. Kann ich absolut empfehlen. Dann, oh, die ist auch mega gut. Also es ist über ganze Zeit jetzt das aufgebrauchte Video. Wir haben ein bisschen länger für euch gesammelt, weil ich weiß, er liebt diese XXL. Diese White Oreo, Alter, wer die nicht kennt, hat was verpasst. Müsst ihr probieren. Bombe. Dann ist Zahnpasta leer gegangen. Und zwar diese hier, die Odol mit 3. Extreme Clean. Ja, kann ich auch empfehlen. Würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Die ist halt nicht gerade günstig, aber ich finde, die sind einfach wirklich gut. Dann habe ich von Lay's Chips aufgebraucht. Und zwar diese hier in der Barbecue-Variante. Kann ich auch absolut empfehlen. Super lecker, bekommt ihr im Action. Dann hier mein All-Time-Favorite Lieblingsdeo Shower Fresh von Rexona. Brauche ich immer zu Hause. Nur mit dem fühle ich mich richtig frisch. Ja, der Duft ist mega. Ich liebe es. Nehme ich schon seit Jahren. Dann, darüber bin ich auch traurig, dass es leer ist, haben wir im BIM in der Türkei diese Goodie-Box mitgenommen. Da waren so Steine drinnen und Nüsse, Kaffee mit Schokolade überzogen. Ja, habe ich eins meinem Bruder geschenkt und eins haben wir hier gegessen. Ja, mega günstig und mega gut. Dann habe ich hier aufgebraucht so ein Refill von diesen Duftstängchen-Teilen in Cotton Fresh. Kann ich absolut empfehlen. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Ah ja, das ist die andere Variante, wo ich euch gesagt habe, diese Variante heißt Apfel und Zimt. Genau. Die ist auch super gut. Also die mag ich für die jetzige Zeit mit am allerliebsten. Dann ist hier nochmal eine andere Variante. Island Dream. Auch die ist toll. Also die kann ich euch wirklich alle empfehlen. Dann ist leer gegangen ein Mild Madras Curry Puder. Damit macht ihr die besten Chilis ever. Ja, nicht Chilis, sorry. Curries natürlich, Curries. Ja, könnt ihr abwandeln, wie ihr wollt. Mit Gemüse, mit Fleisch, mit Hühnchen, mit allem. Ja, liebe ich. Dann der allerbeste Proteinriegel auf der ganzen Welt ist dieser hier. Der schmeckt wie Snickers. Und wie ich finde, ist sogar noch besser, weil der nicht so süß ist. Dann habe ich mir mal diese Blinis im Kaufland mitgenommen. Ja, aber okay, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. War für mich nichts Besonderes. Dann habe ich hier noch die zweite Variante. Da fand ich den Duft nicht so toll. Ja, so eine runde Variante. Hängt aber auch hier. Dann ist leer gegangen von Foodspring das hier. Und zwar ein Flavor Kick in Haselnuss. Leute, ist nicht mein Ding. Schmeckt absolut künstlich und... ich bin froh, wenn das leer ist. Kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Eins meiner Lieblings-Duschgele ist das hier, das mit dem Bärchen. Das war leider auch eine Limited Edition himmlische Duft nach frisch gewaschener Wäsche. Ja, voll mein Ding. Ich habe noch ein paar Badezusätze hier als Backup. Da freue ich mich sehr drauf, die noch zu verwenden. Dann ist hier eine Barbecue-Soße leer gegangen. Diese hier, Erdbeer-Barbecue. Damit habe ich eine Pizza gemacht und Leute... das war die geilste Pizza ever. Dann, ja, die besten Tricks, die weit. Kann ich gar nicht viel dazu sagen, weil es einfach die besten auf der Welt sind. Dann habe ich das übelst angesprochen. Haribo, süße Waffeln. War irgendwie cool. Braucht man nicht immer, aber ab und zu einfach geil. Ja, muss ich einfach sagen. Dann habe ich hier noch eine andere Variante. Die Zitrone war auch gut, aber Marzipan war irgendwie geiler. Dann ein Öl ist hier leer gegangen und zwar die alte Variante noch, diese Türkisne, super gut. Ich habe gehört, die neuen sollen genauso geil sein, muss ich mir nachkaufen. Ich habe aber aktuell noch welche von Shiglam und die werde ich erst aufbrauchen und dann würde ich mir mal die neuen anschauen, wenn sie dann noch im Sortiment sind. Dann wollte ich im Aldi mal diesen Proteinriegel probieren. Naja, weiße Schokolade hat mich angesprochen. War nicht so mein Ding, würde ich nicht nochmal nachkaufen, was auch überhaupt nicht mein Ding war. War diese Wassermelonenreihe komischerweise. Ich bin ja so nach Gammelmelone gerochen irgendwie. Nee, war überhaupt nicht mein Ding gewesen. Gar nicht wirklich. Dann habe ich hier noch einen Schaumbad aufgebraucht. Und zwar das hier von Dresdner Essenz. Ingwer, Sandelholz und Vanille. Die bekommt ihr immer günstig im Action. Und ja, da habe ich mir das mitgenommen. Dann habe ich mir in der Türkei hier diese Sucuk mitgenommen. Die sind mit Walnuss gefüllt. Die liebe ich. Ja, seht ihr jedes Jahr bei mir. Dann habe ich mir wieder die Filipinos mitgenommen. Auch die finde ich super lecker. Natürlich auch wieder mit weißer Schokolade, mit Karamell.
Ja, kann ich auch absolut empfehlen. Dann ist hier ein Aprikosenkernöl leer gegangen. Das habe ich ebenfalls als Badezusatz mit in mein Bad mit reingegeben. Liebe ich auch total. Hier seht ihr von den Duftsteinen das Duftparfüm, was man drauf sprüht, ist jetzt auch leer. Dann, ja, ist auch ein super Lippenöl, liebe ich. Gibt es im Action, habe ich schon ganz oft nachgekauft. Am besten finde ich dieses Almondöl. Und ja, das war jetzt auch lang als Deko rumgestanden. Ja, es hat mir eine Zeit lang sehr gut gefallen. Und zwar von Roberto Cavalli, das Paradiso. Ja, war ein toller Duft. Aber ich habe oben so viele wunderbare Düfte. Ja, deswegen würde ich mir das nicht nochmal nachholen aktuell. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Teil. Und zwar das letzte Teil ist eine Spülung. Und zwar diese hier, die sind von Sien. Sien bekommt ihr im Lidl. Und so schön reichhaltig. Und der Duft ist schön, liebe ich. Ist die Ölkehrspülung mit wertvollem Macadamiaöl. Kann ich euch auch absolut wärmstens empfehlen. So, meine Lieben, das war's gewesen. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Sachen dabei. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.